Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zock des Sims 4. Und ich hoffe auf der einen und vor allen Dingen auch auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, während ich hier den Schwenker gerade zu den Hausherren gemacht habe, wissen wir ganz genau, der hat heute mal frei. Und hier in diesem Zimmer befindet sich eine ganz fleißige Frau, dessen handwerklichen Fähigkeiten enorm gestiegen sind mittlerweile. Und sie kümmert sich um die Badewanne. Ja, die Badewanne wird getuned vom Feinsten. Und wenn sie das hat, kommt die Stereolitze. Muss erstmal gucken, wo haben wir es denn hier verbessern. Da haben wir einmal das Kabel, wir haben einmal einen tollen Empfang und wir haben einmal bessere Einzelteile. So, was kann der Herr des Hauses machen? Der Herr des Hauses, der kann sich zum Beispiel mal darum kümmern, dass hier mal ein bisschen was sauber gemacht wird. Das heißt, das hier wird einmal gereinigt, das Ding hier wird einmal geleert, dann wird das Ding hier auch mal gesäubert. Und wenn er das hier gemacht hat, geht er hier runter. Und da sehen wir nämlich schon wieder, was Sache ist. Da kann er hier einmal Wäsche machen und zwar zu trocknen hinzufügen. Ist die schon sauber? Wäsche machen. Zu Wäschekorb bringen. Das ist hier nass irgendwie, wie es aussieht. Okay, ich bin gerade so ein bisschen irritiert. Verbesserung fertig. Kima, die Installation der Badewannen. Verbesserung abgeschlossen. Ja, sie ist enorm fleißig. Wer ruft da an? Warum? Kima, ich habe von einem Konzert in den verlassenen unterirdischen Kaufhaus im Modeviertel gehört. Aha. Da müssen wir einfach hin. Am besten gehen wir um 20 Uhr los. Interessant. Ja, kann so ruhig hingehen. So. Wo ist er? Da ist er. Ich wollte schon sagen, wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Ne? Was ist denn da los? So, dann hebt das mal auf. Okay, es wird dann automatisch trocken. It's dry. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier mal sauber kriegen. Also das hier wegkriegen. Wäsche machen. Zu Trockner hinzufügen. Ach, das ist schon mehr oder weniger sauber. Es trieft nur rum. Ist es gar nicht dreckig? Okay, jetzt geht da das Wasser wieder weg. Sehr interessant. So, dann kannst du hier mal Wäsche trocknen. Sehr schön. Wäsche wird getrocknet. Bitte warten. Gut. Du darfst mal was kochen. Habe ich gerade beschlossen. Oh, da kommt Müffelzeug raus. Müffelzeug. Mehr Auswahl. Verdorbenes Essen aussortieren. Danke. Leon hat Valerie in der Schule getroffen. Coole Nummer. Leon wird doch noch echt noch eine Lokalberühmtheit in der Schule. So, Verbesserung fertig. Kima hatte die Installation des Sprudelwannen-Upgrades abgeschlossen. Sehr schön. Es läuft. Und wie das läuft. So, wo bleibt Papa? Papa ist am Tanzen. Warum? Hier, du sollst mal verdorbenes Essen aussortieren. Der verhempelt mich. Aha, da kommt er. So, und dann darf Papa nämlich auch kochen. Papa ist der Beste. Kochen. Was kann er denn kochen? Was machen wir denn? Na, Superfood, Salat, Makaroni und Käse. Hallo. Wäre nicht mal schlecht. Makaroni und Käse klingt, glaube ich, gerade wirklich verlockend. Makaroni und Käse. So, die nächste Verbesserung ist durch. Eine Verbesserung nach der anderen. So, da kommen dann Makaroni und Käse. Machen wir hier mal so ein bisschen, wer kocht das Superessen? Und da ist heute Dominik voll mit dabei. Nachdem er gestern geloost hatte beim Wettrennen, ne, ist er heute bei Wesen beim Kochen hier Weltmeister. Und wie das hier abgeht. Der hat ja auch mittlerweile gute Skills hier. Wie weit ist er denn vom Balken? Er scheint da wohl schon oben zu sein, wa? Oder ist er schon von wirklich schon oben? Jetzt muss ich direkterweise mal nachgucken. Feinschmeck ist 1. Aber wo normales Kochen ist 10. Ah, okay, das erklärt's, warum der gerade so gut bei der Sache ist. Das erklärt's.
So, damit haben wir das. Können das hier mal bitte mal weglegen. Und währenddessen kann er gleich nochmal kochen. Und zwar ein Gourmet-Menü zubereiten. Was können wir denn da machen? Kiwis und Chips, frittiertes Gemüse, Gourmet-Obstkuchen, Mandeln, Makronen, Knoblauch, Nudeln, auf jeden Fall. Knoblauchnudeln kann er machen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so grundverkehrt. Dann hat er nämlich mal ein bisschen was hier gekocht. Oh, Mann, lecker. Ich muss so geiles essen. Ich koch dich hier bis in die Wand rein. So, Kühlschrankverbesserung. Was haben wir denn da? Warte mal, den Kühlschrank machen wir noch nicht. Wir machen erstmal die Waschmaschine, den Spüler hier. Oh Gott, verbessern. Unkaputtbar machen. Verbessern. Besonders zuverlässig machen. Verbessern. Leise laufend machen. Und verbessern. Reinigungstempo. So, du darfst das hier mal weglegen. Damit bist du ready. Und dann schauen wir mal kurz nach beiden Bedürfnissen rein. Bisschen Spaß, ein bisschen Hygiene, ein bisschen Blase. Von allen ein bisschen. Das heißt, du kannst einmal das hier mal verwenden. Du kannst das einmal hier Zähne putzen. Und dann kannst du mit deinem Smartphone spielen. Wenn ich es finde. Hier, Spiel spielen. Und danach kannst du joggen gehen. Und danach kannst du nochmal joggen gehen. So passt. Der ist beschäftigt. Der ist beschäftigt. Der steht uns jetzt erstmal nicht im Weg. Ja? So, Frau Mama ist dabei. Und wie sie dabei ist. Sie schraubt und dreht und kniftet. Und Junior kommt bald nach Hause. 15 Uhr müsste er nach Hause kommen, theoretischerweise. Ja, 15 Uhr, Leistung ist gut, ja, ja. So, jetzt schalten wir um mal die Leistung, jetzt geht's auf normal. Leon hatte Aradia in der Schule getroffen, okay. Wen der alle trifft. Notenanforderungen für den Abschluss sind eine ausgezeichnete Leistung und die Erledigung deiner Aufgaben erforderlich. Ja, da steht's gut. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? Warte mal da. Ja, da sehen wir's. Ja. Wir Manieren haben wir hier. Das ist ja Verantwortung, ist voll ohne Ende. Emotional Control, Empathie und Konfliktlösung. Jetzt ist das alles zumindest so ein bisschen langsam im grünen Bereich. Manieren müssen wir mal kicken. Emotionale Kontrolle müssen wir mal kicken. Theoretischerweise müsste ich immer einen Teller rauslegen, ihn putzen lassen und so weiter, dann hat er Manieren hoch. Die Frage ist, Empathie und Konfliktlösung, wie wir das schon mal ein bisschen schön hochkriegen. Ich glaube, das wird schwieriger. Da müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie runtergrinden können. So, ich wollte ja noch was machen. Mist, ich wollte ja was machen, das fällt mir gerade jetzt auf. Wisst ihr, was ich machen wollte? Hoppala. Musik zu Ende, danke. Ich wollte das Ding ja verscheuern. Ja, verkaufen wir das mal. Was haben wir hier drinnen noch? Zwei Bilder. Ah, da kommen die Postkarten rein. Ich verstehe. Die vom Hamster. So, das heißt, hier noch eine Postkarte. Hier noch eine Postkarte. So, dann haben wir da schon wieder zwei Postkarten mehr. Jetzt muss ich mal überlegen. Haben wir denn noch andere Tische? Tische. Das müsste unter Oberflächen sein. Und irgendwie wird mir hier nichts... Achso. Da. Oberflächen. Da haben wir sie. Oberflächen. Dann haben wir hier einmal Esszimmertische. Wir haben einmal Kaffeetische. Esszimmertische ist okay. Wir hätten den hier als Möglichkeit. Das wäre sozusagen so ein ähnliches Modell. Oder wir holen... Warte mal, wir holen den hier. Dann hätten wir unsere vier Plätze. Unsere drei Plätze. Und einen auf Deko oder so. Oder wir lassen den großen drin, falls Besuch kommt.
Der wäre von der Serie zumindest. Haben wir vielleicht auch einen runden Esszimmertisch? Mit Glas? Hier ist nochmal so einer Zehenspitzentisch. Das ist keine Glasfläche. Die sieht nicht so doll aus. Haben wir denn hier nichts Rundes mit Glas? Hier ist nochmal sowas. Boah, der sieht aber auch geil aus. Boah. Aber der hat ja noch mehr Plätze. Der hat ja noch mehr Plätze. Ich glaube, das bringt mir nichts. Haben wir echt keinen runden Tisch nur mit Glaseinsatz? Er sieht nicht so aus. Ist ein bisschen schade, ne? Pass mal auf. Wir machen das mal so wirklich wie angedacht. Also ein Stuhl, noch ein Stuhl, noch ein Stuhl. Den hier weg. Dann hat gesagt, diese mit diesen Beine, also dieser Kleine, wo ist denn der? Hier, da ist der. Eindringling vom Mars nennt er sich. Hier der schöne Helle. Helle ist gut. Den drehen wir mal. Dann machen wir den mal hier ran. Wobei, wartet mal. Was ist denn, wenn ich den hier mit ransetze? So. Das wäre ja symmetrisch. Das würde hier ja so passen, ne? Das wäre doch mal ja nicht so verkehrt. Dann haben wir hier direkterweise die S-Partie. Hier haben sie richtig viel Platz auf der Seite. Die Frage ist natürlich, wie sich das nachher mit der Kamera gestaltet, wenn sie ja alle mal so sitzen. Aber so wäre doch zumindest... Also ich würde es im Real Life eher so lösen, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sein. Also so würde ich es im Real Life lösen, so nach dem Motto. Da sitzen alle ganz schön dran. Alle haben können sie auch so ein bisschen rausblicken dabei. Keiner sitzt mit dem Rücken zum Fenster. Ist ja auch mal so eine Geschichte. Ja, ich würde mal sagen, da kann man direkterweise so machen. Ich muss mal kurz noch was anderem noch suchen. Alle Anzeigen. Ich will mal nach einer Säule gucken. Fossile Säulen. Ich muss mal kurz mal gucken. Das sind diese Säulen. Ist ja super. In Säulen. Stehlampen in Skulpturen. Das sind die Säulen. Ich suche nach einer anderen Säule, wo man so ein bisschen Deko raufpacken kann. Das ist in Säule. In Skulpturen in Stehlampen. Beleuchtete Säule. Ich hatte wesentlich, dass ich irgendwo diese kleine Oberfläche oder Tische hatte oder sowas. Wartet mal, Oberfläche nochmal. Kleine Tische, vielleicht ist es da irgendwo was drin, was ich suche gerade. Hier wäre so ein runder. Wie nennt sich das Ding? Sonnensystem. Es ist nicht so genau das, was ich suche. Einfach so eine Säule, wo man so eine Pflanze raufpacken könnte oder irgendwie sowas. Oder so ein anderes Deko-Teil. Finde ich jetzt nicht großartig. Bisschen schade, manchmal ist es so. Aber da muss man dann halt durch, oder? Naja. Na gut, okay. Wir sehen uns jedenfalls morgen wieder. Und dann machen wir ganz normal weiter. Zumindest habe ich jetzt das S-Problem hier gelöst. Naja, ein Problem, direkterweise war es nicht. Aber ich bin noch am überlegen, ob ich es ein bisschen so reinziehe. So. Ich glaube, das ist besser. Na, stehen die nicht ganz hier lang, können ja einmal sauber durch und die kann mit der Kamera besser ran, ne? Gut. Wir sehen uns dann mal. Bleibt soweit gesund, lasst euch nicht ärgern und ciao, ciao.